Erkältung. Die einzigen Kopfschmerzen, die ich hatte, waren von einem Kater. Ich habe da nichts mehr zu tun. Die jute Verdünnung, die macht das alles. Ich werde nicht krank. Du isst jede Woche eine Zitrone mit Schale und dann passiert dir nichts. Und das machst du? Ja. Hast du Zitrone? Leider keiner dabei. Ja, schade. Also eigentlich habe ich ein Immunsystem wie eine Bahnhofsnutte in Bukarest, aber ich muss tatsächlich zugeben, lag die letzten 2 Wochen einfach mal flach. Die Details möchtest du nicht wissen, wer mich wie angesteckt hat. Krank habe ich keine Zeit für. Muss ja weitergehen. Doch, ich war krank, als ich Urlaub hatte. Auf Teneriffa. War ich krank. Ja, ich habe einmal im Jahr normalerweise so zum Herbst hin meine Mandelentzündung, aber zum Frühjahr hin... Ja, nach Weihnachten, Anfang des Jahres, so irgendwie auch Erkältung verschleppt, so ein bisschen auf die Bronchien geschlagen, leichte Bronchitis. Habe ich jahrelang nicht mehr gehabt, aber dieses Jahr ist irgendwie hartnäckig gewesen. Ich bin eher äußerst selten krank. Ich verletze mich schon mal, aber dass ich jetzt erkältet bin oder so, eigentlich nicht. Eher selten, aber dann haut es mich auch wirklich für so eine Woche auf anderthalb einfach mal weg und du siehst mich und hörst mich nicht. Ich liege dann einfach im Bett mit meiner Männergrippe und versuche nicht zu sterben. Aber wo haben wir die ganzen Spritzen gekriegt, ja, ne, die drei? Von der Zeit an hast du keinen Grip mehr, komischerweise. Früher hatte ich immer Grip, ab und zu Grippe gehabt. Da ist nichts mehr, ist vorbei. Ja, so ein bisschen. Es geht, aber da Rosi nicht da ist, gibt's kein Krankmachen. Ja, einer muss ja den Shop schmeißen. Was mache ich denn immer? Ja, so Fenchelhonig, ne, ist ganz gut. Salbeitee, Ingwer und Zitrone, so heiß. Das ist am besten. Ja, nichts, Marc. Einfach 3 Tage drauf ist er wieder weg. Wenn ich was habe, wenn ich eine Erkältung habe, dann isst du eine Zitrone mehr und legst dich 2 Stunden früher ins Bett. In der Plastiktüte. Dann bist du morgens warm genug und dann ist das alles wieder in Ordnung. Willst du jetzt die wirkliche Version hören oder was? Also ich gehe in eine ganz heiße Badewanne, ist ja richtig heiß, ne? So richtig brutal heiß, dass du es gerade noch aushältst. Dann gehe ich raus aus der Wanne, trinke eine halbe Flasche Vic Medi-Night, lege mich sofort ins Bett und am nächsten Tag geht's mir gut. Knoblauch essen, Chef schreien, stink, du wieder stink! Weißt du, und dann im Bett liegen, nächste Tag wieder gleiche Scheiß, scheißegal, alles stinkt, nicht stinkt, aber Hauptsache ist gesund, ja? Und 3 Tage ungefähr, dann ich bin gesund. Ja, es gibt so Hausmittelchen, die Mutter und Oma immer gegeben haben, eine heiße Milch mit Honig und viel Zitronen, damit sie der Husten weggeht. Der Klosky macht sich eine warme Badewanne, trinkt ein Bier und dann ist nächsten Tag wieder gut. Ich habe Hausmittelchen, ich musste aber auch mal zum Arzt, der hat mich nicht wiedererkannt nach 6 Jahren. Abstinenz. Ja nu, funktioniert. Nee, besser. Einen Schnaps trinken, weißt du? Hast du Ruhe. Keine Sorge. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Oder Morlock Motors. Also wir haben hier schon Krankenstand. Ist manchmal ganz witzig. Gut, Viren haben auch ihren Stolz.